Herzlich willkommen zurück, Leute, zu Let's Play Mass Effect. Ja, wir sind immer noch hier auf Würmeier und schießen uns unseren Weg mit diesem Marco erneut durch unzählige von Gate. Alter! Was ist denn das? So einen hatten wir noch nicht, glaube ich. Ja, eindeutig zu viel aus. Los. Stufenaufstieg. Oh, Gott sei Dank. So, schmeicheln. Wärter. Wärter? Wächter. Wächter. Genau, Wächter. Organische Feinde werden wir jetzt erstmal nicht mehr so oft hier treffen. 100 Gesundheit. Eben. Ja, ich werde mir auf jeden Fall Heben hier noch holen. Die Barrieredauer auf 12 Sekunden, das werden wir auch noch erhöhen. Haben damit auch Stase, unser letztes Talent, freigeschaltet. Wir werden uns jetzt mal weiter hier... Boah, es zuckt noch. Können Maschinen zucken? Eigentlich doch nicht, oder? Ich meine, sie haben ja keine Nerven. Mit was sollen sie zucken? Mit den Schaltkreisen? Ich denke, nee. Wow. Wo muss ich denn eigentlich... Okay, es ist egal, wo ich lang muss. Hier hinten scheint ich auch gar nicht lang zu kommen. Aber was soll denn da hinten... Ach, ich gehe einfach hier lang. Ach nee, ich muss die Türme ausschalten. Da ist da hinten bestimmt auch einer. Stimmt, ich glaube, das hatte ich, den Fehler hatte ich beim ersten Mal durchspielen auch gemacht. Weil ich mir gedacht habe, was will ich da hinten? Da hinten ist ja gar nichts. Und musste dann nochmal den kompletten Weg zurück. Weil Joker nicht landen konnte. So. Aber das geht ja schnell, ist ja nur ein Turm. 300 Millionen Gegner. Ne, ist ein Koloss. Oh mein Gott. Wer baut solche Dinger? Okay, Quarianer. Das haben wir schon geklärt, die Frage. So. Noch jemand ohne Fahrschein? Nein. Beziehungsweise die Quarianer haben sie ja gebaut. Sind, glaube ich, aber nicht sonderlich stolz darauf. Okay, da konnte ich doch durch. Nee. Nee. Da ist unser Ziel, Commander. Muss ich jetzt erstmal mit dem Weg freischießen. Boah, das war mal wieder voll daneben. Da sind noch welche. Ich weiß, dass ihr da seid. Ich wieder hoch. Alles muss man selbst machen. Es muss einen Weg geben, das Geschütz auszuschalten. Ja, gibt es auch. Komm mit. Heben-Skill ist geil. Der gefällt mir. Ah. Alter, 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 Alter. Uncool. Diese Frontenkämpfer. Ich hasse sie. Meine Güte. Was für ein Geschütz schießen die? So. Das hier scheinen wir auch irgendwie... Torsteuerung, alles klar. Flaksteuerung deaktiviert. Ich sehe, dass die Haupteinheit offline ist, Commander. Nähern uns jetzt der Salarianer-Basis an. Out. So. Pistole Reiku 5. Wem habe ich dann eben... Ja,
Das Raiko habe ich, glaube ich. Rex? Oder? Nein, ich hab's selbst. Okay, ja. Pff. Ne? Nimm mal grad halt die höhere Befehl, Commander Shepard. Ja, lass mich doch jetzt mal kurz hier meine Waffen sortieren. So viel Zeit muss sein. Wer. Oh. Junge, wenn du mich nochmal so erschreckst. Alter Schwede. Der Kerl hat Nerven. Normalerweise sind Kroganer nämlich immer auf Frontenkämpfer. Und wenn die, wie ihr gerade eben gesehen habt, zu nah an einen rankommen, so eine Schrotflinte ins Gesicht ist vielleicht nicht so sonderlich angenehm. Ich habe doch die Türsteuerung ausgemacht. Ich werde das Ding erstmal reparieren. Das sieht nämlich auch schon etwas mit Leidenschaft gezogen aus. Ich habe doch die Türsteuerung oben ausgemacht. Moment. Alter. Was ist das? Ich bin gerade ein wenig beschäftigt. Ist wohl doch da hinten dieses Geschützding. Ah. Ich wusste, ich hätte es wegnehmen müssen. Verdammt. Ich denke mir, warum ist das... Warum ist der Marco plötzlich so in Mitleidenschaft gezogen? Eieiei. Wie kann das Vieh aber auch auf so eine Distanz... Ah, ich will es gar nicht wissen. So. Jetzt ist Ruhe hier. Unglaublich. So, es ist aber immer noch die Frage, warum gehen die Tore hier nicht auf? Ich werde wahnsinnig. Habe ich noch einen Schalter übersehen? Oh, ich habe da hinten auf jeden Fall noch eine Kiste übersehen. Ja, alles mitnehmen. Oh, sieht schon geil aus. Obwohl das Spiel ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, aber... Ich meine, hallo? Es muss nicht zwangsläufig in HD-Grafik sein, um damit es toll aussieht. Es reicht meistens einfach eine richtig geile Idee. Das habe ich doch eben schon mal gemacht. Sag mal. Ach, so wollen mich alle verarschen. Es ist einfach so. Ach, das waren die Tore, die hochgegangen sind. Ich dachte, hä? Was bewegt sich da? So. Mal weiter, durch die Mitte. Ja. Da ist die Normandy. Ich liebe dieses Schiff. So. Ach, das war blöd. Das gebe ich zu. Und die ganze Geschichte nochmal. Halt. So. Wieder das Tor öffnen. Schon mal. Diesmal nicht so ein Dicker dabei. Na okay, ich sollte mich vielleicht nicht drüber beschweren. Leichturianer. Hey. Ach du meine Güte. Ja, mein Inventar ist nämlich gleich voll. Munitionsupgrade Shredder. Den würde ich auf jeden Fall mal mitnehmen. Ablativüberzug, Ablativüberzug. Okay, den brauchen wir ja nicht zweimal. Brandmunition.
Okay. Gut, dann muss ich auf jeden Fall zur nächsten Folge mal das Inventar aufräumen. Schön, hat eine neue Rüstung. Gefällt mir. So, Torsteuerung. Nummer 2. Das war's. Jetzt steht nichts mehr zwischen uns und dem salarianischen Camp. Salarianisch. Ach ja, das sind diese Viecher mit den großen schwarzen Augen. Die, also, ich weiß nicht. Ich kann die irgendwie nicht abhaben. Kann mir nicht vorstellen, dass die sonderlich dienlich sind innerhalb dieses intergalaktischen Rates. Weil die einfach nur hochnäsig sind. Und, ja. Von ihren, anatomischen Beschaffenheiten her auch nicht wirklich für den Kampf geeignet sind. Aber gut, man muss ja nicht kämpfen können, wenn man einiges in der Birne hat. Und das haben sie ja offensichtlich, weil 90% der Forscher, auf die man hier trifft, sind Salarianer. Commander, die Normandy ist an der Basis gelandet. Aber es sieht aus, als sitzen wir hier fest. Der salarianische Captain kann alles erklären, wenn sie hier sind. Warum sitzen wir da fest? Ich meine, hallo, über uns, freier Himmel, wir haben ein Raumschiff. So what? Da ist das Camp. Immer diese nicht vorhandenen Probleme. Und was sollen wir jetzt machen? Wir bleiben hier, bis wir einen Plan haben. Haben Sie hier das Sagen? Wie ist die Lage hier? Ich bin Captain Kirahe, 3. Infiltrationsregiment STG. Sie und Ihre Crew sind gerade inmitten einer Gefahrenzone gelandet. Jedes Flugabwehrgeschütz innerhalb eines 10-Meilen-Radius wurde von ihrer Anwesenheit in Kenntnis gesetzt. Einfach großartig. Und jetzt? Wir bleiben hier, bis der Rat die angeforderte Verstärkung schickt. Wir sind die Verstärkung. Was? Mehr haben die nicht geschickt? Ich sagte dem Rat, sie sollen eine Flotte schicken. Wir konnten ihren Funkspruch nicht verstehen. Man schickte mich, um dem nachzugehen. Das war doch genau unsere Aufgabe. Ich habe mein halbes Team bei der Untersuchung hier verloren. Und was haben Sie gefunden? Sarens Operationsbasis. Er hat hier eine Forschungseinrichtung errichtet, aber die ist extrem gut gesichert und es wimmelt davon Geht. Ist er hier? Haben Sie ihn gesehen? Nein, aber seine Geht sind überall und wir haben einige Funksprüche abgefangen, in denen er erwähnt wurde. Das hier ist seine Einrichtung. Irrtum ausgeschlossen. Interessant, wie man in einer kompletten Galaxis jedes Mal zufällig doch dann wieder auf irgendwelche Zusammenhänge stößt. Okay. Was erforscht Saren? Er nutzt diese Einrichtung, um eine ganze Armee Kroganer heranzuzüchten. Wie ist das möglich? Es sieht aus, als hätte Saren ein Heilmittel für den Genophage gefunden. Was ist so wichtig daran, diesen Genophage zu heilen? Er war die Lösung des Kroganer-Problems. Nach den Aufständen brachten wir den Genophage mit der Kroganer-Population in Berührung, um ihre Anzahl zu kontrollieren. Ohne ihn würden die Kroganer in Windeseile die gesamte Galaxis überschwemmen und diese Kroganer folgen Saren. Die Geth sind schlimm genug, aber eine kroganische Armee, damit wäre er so gut wie unbesiegbar. Ganz genau meine Gedanken. Wir müssen sicherstellen, dass diese Einrichtung und ihre Geheimnisse vernichtet werden. Vernichtet? Wohl nicht. Unser Volk stirbt. Dieses Heilmittel könnte ihre Rettung sein. Wenn das Heilmittel diesen Planeten verlässt, werden die Kroganer unbezwingbar sein. Wir dürfen nicht den gleichen Fehler zweimal machen. Oh oh. Wir sind kein Fehler. Könnte er sich zu einem Problem entwickeln? Es gibt schon genug wütende Kroganer, um die wir uns kümmern müssen. Er wird drüber hinwegkommen. Ich rede mit ihm. Das weiß ich zu schätzen, Commander. Meine Männer und ich müssen unseren Angriffsplan überdenken. Können Sie uns etwas Zeit lassen? Nur zu, Captain. Ich komme bald wieder. Es wird nicht lange dauern, Commander. Sollten Sie in der Zwischenzeit Nachschub oder Vorräte brauchen, können Sie sich an Commander Rentola wenden. Er ist in einem der Zelte in der Nähe. Sieht aus, als würde es etwas kompliziert werden. Ja.
Ich würde mir nicht solche Gedanken machen, wenn es nicht um Rex ginge. Er sieht aus, als würde er jeden Moment durchdrehen. Glauben Sie, ich sollte mit ihm reden? Täte keinem weh. Naja, vielleicht doch. Seien Sie einfach vorsichtig. Ich werde vorsichtig sein. Aber halten Sie sich bereit. Nur für den Notfall. Ich bin immer bereit. Okay, ja, hier. Anscheinend ist die Rasse von Rex mit einer Krankheit infiziert worden, dass sie sich nicht mehr fortpflanzen können, weil es wohl da mal in der Vergangenheit ein kleineres Problem mit denen gab. Das ist nicht richtig, Shepard. Ja. Wenn es ein Heilmittel für den Genophage gibt, dürfen wir es nicht zerstören. Irgendwo kann ich ihn schon verstehen, aber ich weiß ja auch nicht, was die gemacht haben. Beruhigen Sie sich, Rex. Ich bin hier nicht der Böse. Saren ist derjenige, auf den Sie sauer sein sollten. Wirklich? Saren hat ein Heilmittel für mein Volk gefunden und Sie wollen es zerstören. Helfen Sie mir, Shepard. Die Grenzen zwischen Freund und Feind verschwimmen gerade ein wenig. Das ist kein Heilmittel. Es ist eine Waffe. Und wenn man Saren erlaubt, sie zu nutzen, werden sie nicht mehr da sein, Nutzen daraus zu ziehen. Niemand von uns wird das. Dieses Risiko sollten wir alle bereitwillig eingehen. Wir reden hier über das Schicksal meines gesamten Volkes. Wenn Sie mir keinen besseren Grund liefern können, die Hoffnung meines Volkes zu zerstören, dann bin ich fertig mit Ihnen. Ich werde nicht zulassen, dass Sie die Mission gefährden. Das war's dann. Nach all der Zeit bekomme ich nicht mehr von Ihnen? Wieso sehen Sie denn nicht, was das für alle Kroganer bedeutet? Diese Basis darf nicht zerstört werden. Ich werde das nicht zulassen. Ashlaser Rex töten. Erschießen Sie Rex. Wir könnten darüber reden. Nein, ich will ihn nicht verlieren. Diese Kroganer sind Sarens Sklaven. Werkzeuge, Marionetten, die er benutzt und dann wegwirft. Ist es das, was Sie für Ihr Volk wollen? Nein. Wir waren einst Marionetten des Rats. Und zum Dank dafür, dass wir die Rachni auslöschten, haben sie uns alle kastriert. Ich bezweifle, dass Saren so großzügig sein wird. Okay, Shepard. Sie haben sich klar ausgedrückt. Mir gefällt das zwar nicht, aber ich vertraue Ihnen weit genug, um Ihnen zu folgen. Nur noch eine Sache. Wenn wir Saren finden, gehört sein Kopf mir. Natürlich. Den kannst du haben. Mit dem Kopf kannst du auch tun und lassen, was du willst. Auf der anderen Seite will ich, glaube ich, gar nicht wissen, was du mit dem Kopf machen möchtest. Dann... Ja, so, jetzt haben wir auch schon wieder kurz vor Ende der Folge. Wir haben gerade wieder ein Level-Up. Hätten beinahe ein Teammitglied verloren. Ich bin gerade echt ratlos, was ich hier noch skillen soll. Okay, auf jeden Fall mal, dass sie mit mehr Leben wieder aufstehen. Und... Nachladezeit 60 Sekunden. Nehmen wir noch Spektre-Training. Ja, das kann nie verkehrt sein. So, aber wahrscheinlich haben wir jetzt auch wieder 100.000 Millionen Sachen im Inventar. Ja. Okay, ich muss das auf jeden Fall aufräumen, bevor wir weitergehen. Deswegen werde ich die Folge jetzt hier gerade nochmal beenden. Ich weiß, es ist wieder ein bisschen früher wie 20 Minuten. Aber... Ihr wollt mir bestimmt nicht zugucken, wie ich mein Inventar säubere, weil das ist mehr wie uninteressant. Ich habe gehört, in Mass Effect 2 soll es kein Inventar mehr geben, darauf freue ich mich schon richtig. Weil RPG schön oder gut, aber wenn man so zugemüllt wird mit allem möglichen Scheiß, dann sollte es auch größer sein, sage ich jetzt mal, das Inventar. Wenn nicht sogar unbegrenzt, generell begrenzt Inventarplatz, wer ist auf die blöde Idee gekommen? Okay, ja. Ich hoffe, es hat euch auch heute wieder gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir einen Kommentar, schenkt mir ein Abo, schaut ab und zu mal in meine Videos rein. Ich würde mich auf jeden Fall riesig darüber freuen, über jeden, der irgendwie was schreibt, mir ein Abo gibt oder keine Ahnung. Bah! Ich laber gerade schon wieder blöd. Ja, und deswegen werde ich jetzt einfach diese Folge beenden. Bis zum nächsten Mal. Ciao!